Die nächste Meldung dürfte für gute Laune im Innenministerium sorgen. Der größte Kokainfund im Raum Braunschweig. Bei einer Razzia der Polizei am Montagabend sind größere Mengen Drogen beschlagnahmt worden. Heute präsentierten die Ermittler dann ihren Fang. Die Päckchen hier, die bringen 3,4 Kilo Kokain auf die Waage. Verkehrswert etwa 200.000 Euro. Bargeld in ähnlicher Höhe wurde auch noch beschlagnahmt, eine 250.000. Zwei Verdächtige konnten festgenommen werden. Vorausgegangen war monatelange Polizeiarbeit. Als verschlüsselte Handynachrichten geknackt werden konnten, gelang der Durchbruch. Dieser Fund in Braunschweig ist der sichtbare Beweis für ein Problem, das weit größer ist. Denn die Kokainmafia, die lässt sich davon nicht aufhalten. Sie dringt unerbittlich weiter vor, auf der Jagd nach dem großen Geld. In den Niederlanden sieht man, wie diese Drogenkriminalität eskalieren kann. Inzwischen suchen die Banden nach neuen Transportwegen, auch in Niedersachsen. Es scheint wie ein ungleicher Kampf. Kokain. Ehemals bekannt als Edeldroge für die gehobene Schicht, für Banker und Manager. Längst ist das weiße Pulver in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Wer Koks will, der bekommt es. Eigentlich überall und problemlos. In manchen Clubs gibt es halt, da weißt du genau, wo du die Leute findest, die was verkaufen. Gehst du dorthin, rufst in die Runde, wer hat, was auch immer man halt haben will. Und irgendwer sagt dann ja oder irgendwer sagt dann, nee, ich nicht, aber ich suche auch gerade. Wenn du willst, gehen wir zusammen. Oder... Nee, ich nicht, aber ne, ich kenne einen. Also es geht total leicht auf jeden Fall. Esra möchte unerkannt bleiben, der Name ist abgeändert. Sie hat mit 18 das erste Mal Kokain genommen, ihr damaliger Partner bot es ihr an. Heute ist sie 28. Koks braucht sie nicht jeden Tag, aber feiern ohne das weiße Pulver nur schwer vorstellbar. Es schaltet das Gehirn so ein bisschen aus, also wenn du, was heißt das Gehirn, aber so Unsicherheiten schaltet das halt aus. Dass du halt einfach im Prinzip nur machst und gar nicht mehr nachdenkst, auch in Gesprächen. Du diskutierst mit Leuten, machst dir nicht mehr so einen Kopf darum, wie du ankommst zum Beispiel auch. Du bist auf jeden Fall fokussierter. Professor Alexander Glahn ist leitender Oberarzt in der psychiatrischen Station der MHH in Hannover. Auch er bemerkt die Kokainschwämme. Mittlerweile behandelt er ein Drittel seiner Patientinnen und Patienten wegen des gefährlichen Stoffs. Kokain ist die Droge mit einem der höchsten Suchtpotenziale letztendlich. Das macht die Droge eben auch so gefährlich. Das heißt, je häufiger ich die Droge konsumiere, desto häufiger und desto mehr muss ich im Prinzip auch nehmen. Und im Verlauf der Abhängigkeit übernimmt immer mehr sozusagen die Droge die Kontrolle und nicht der Patient. Die Kontrolle hat Esra, wie sie sagt. Sie hat in mehreren norddeutschen Städten gelebt, in verschiedenen Bereichen gearbeitet. In der Gastro, in der Musikbranche oder auf Partys. Koks gab es überall. Ein Phänomen, das auch den niedersächsischen Polizeibehörden nicht verborgen geblieben ist. Im letzten Jahr, und damit meine ich das Jahr 2022 auf 2023, ist doch ein deutlicherer Anstieg zu verzeichnen. Also da haben wir im Bereich der Delikte insgesamt einen Anstieg von 4 auf etwa 5.000. Das bedeutet so ungefähr 28% Steigerung, genau. Schon seit den 1990ern ist den Behörden der Schmuggel in großen Häfen in Rotterdam und Antwerpen bekannt. Mittlerweile verlagert sich das Geschäft aber zusehends an den Hamburger Hafen. Ermittler stellten dort immer größere Mengen sicher, 33 Tonnen Kokain allein im vergangenen Jahr. Die Täter sind kreativ. Ist eine Sicherheitslücke geschlossen, wird ein neuer Weg gesucht. Es zeichnet sich aber ab, dass aufgrund der gestiegenen Sicherheitsmaßnahmen und weil der Fokus der Strafverfolgungsbehörden immer stärker darauf gelegt wird, mit einem Verdrängungseffekt zu rechnen ist. Auch in die kleineren Nordseehäfen im niedersächsischen Bereich bedeutet das Bremerhaven, Emden, Wilhelmshaven, Brake. Ohne dass ich das jetzt konkret an Fallzahlen festmachen kann, ist das etwas, worauf wir uns auf alle Fälle vorbereiten und wo wir den Fokus drauf legen. Immer weiter reicht das Geflecht der Drogenkartelle, so scheint es. Immer raffinierter werden die Lieferketten. Gleichzeitig arbeiten auch Polizei und Zoll international enger zusammen. Ein Katz-und-Maus-Spiel, das auf dem Kokainmarkt keinerlei Auswirkungen zeigt. Wir können also trotz der großen Sicherstellungsmengen nicht feststellen, dass sich irgendetwas verändert im Angebot, im Preis, in der Qualität des Stoffs. Wie viel Stoff wirklich im Umlauf ist, können auch die Ermittler nicht sagen. Milliardengewinne auf der einen Seite, teures Vergnügen auf der anderen. Wer auf der Straße ein Gramm kaufen will, bezahlt etwa 80 bis 100 Euro. Esra bereut nicht, dass sie mit der Droge angefangen hat. Auf Koks gab es viele schöne Momente, aber auch Tiefpunkte gehörten dazu. Und man vergisst dann vielleicht, dass man selber auch mal Ziele hatte
oder auch, dass du in einer Depression dadurch landest und dann auf den Boden der Tatsachen kommst und merkst so in gewissen Momenten, ja, ich komme irgendwie doch gar nicht mehr klar gerade und mir geht es überhaupt nicht gut. Und dann weißt du aber auch in dem Moment nicht unbedingt, wie du da jetzt rauskommen kannst, weil dir fehlt dann die Energie. Und dann kannst du sehr schnell gehen, glaube ich, dass du da drin verloren gehst. Kokain als Suchtfalle, als Partydroge, als Milliardengeschäft. Mitten in Niedersachsen.